willkommen bei der gemischten Tüte. Heute guckt ihr schon was aus der Tüte raus. Vielleicht fragt ihr euch schon, was das ist. Ich hole das mal raus. Das ist nämlich ein Strohhalm. Was dieser Strohhalm mit der biblischen Geschichte zu tun hat, die ich euch heute erzähle, das werdet ihr gleich sehen. Viel Spaß dabei! Heute geht es um jemanden, der in diesem besonderen Haus wohnt. Und dieses Haus, das wollen wir heute mit euch basteln. In der Stadt Jericho lebt Zachäus. Zachäus ist ein reicher Mann und lebt in einem großen Haus. Die Menschen in der Stadt machen einen großen Bogen um das Haus von Zachäus. Niemand mag ihn, denn Zachäus ist ein Zöllner. Jeder, der in die Stadt will, muss Zoll bezahlen und Zachäus nimmt mehr Geld, als er darf. Die Leute können nichts dagegen machen. Aber deshalb ist Zachäus einsam. Er ist viel allein in seinem großen Haus und traurig im Herzen. Als Zachäus hört, dass Jesus in die Stadt kommt, will er ihn unbedingt sehen. Aber Zachäus ist ein kleiner Mann, die Menschen stehen ihm im Weg. Zachäus läuft voraus und klettert auf einen Baum am Wegesrand. Jetzt kann er Jesus sehen, wenn er vorbeikommt. Und da kommt Jesus auch schon. Er bleibt genau unter dem Baum stehen, sieht Zachäus und spricht ihn an. Komm schnell herunter, ich will heute in deinem Haus einkehren. Zachäus kann sein Glück kaum fassen. Er hat schon lange keinen Besuch mehr gehabt. Sein Herz macht große Freudensprünge. Schnell läuft er nach Hause, um alles vorzubereiten für diesen besonderen Gast. Als Jesus kommt, öffnet Zachäus ihm die Tür und führt ihn in sein Haus. Zachäus öffnet nicht nur die Tür seines Hauses, er macht auch sein Herz ganz weit. Denn je länger Jesus bei Zachäus ist, desto mehr verändert sich Zachäus. Zachäus spürt zum ersten Mal, wie es ist, einen Freund zu haben und gemocht zu werden. Welche Farbe passt zur Freude? Ich finde, Gelb passt und Orange und Rot. Zachäus' Freude ist erst ganz klein, so klein wie ein Farbklecks. Aber sie wird schnell größer und größer. Sie erfüllt Zachäus' Herz. Ja, die Freude bringt sein Herz zum Überlaufen. Ich glaube, dass man Freude nicht verstecken kann. Und so geht es auch Zachäus. Er möchte seine Freude mit anderen Menschen teilen und weitergeben, ihnen etwas schenken. Und so öffnet er seine Tür und geht hinaus in die Stadt. Er gibt den Menschen das Geld, das er zu viel genommen hat, und noch mehr zurück. Er verschenkt von allem, was er hat. Und stell dir vor, die Freude wird nicht weniger, sondern mehr, viel mehr. Alle Menschen merken, dass Jesus im Herzen von Zachäus eingezogen ist. Das war unsere gemischte Tüte für heute. Die Idee zur besonderen Geschichte von Zachäus mit seinem bunten Herz, die haben wir aus diesem Buch hier von Gabi Scherzer. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt Lust, das Haus von Zachäus und sein buntes Herz zu Hause nachzubasteln. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Eure evangelische Kirchengemeinde Bottrop und eure Lisa.